Reuels, Graf Klaus Casimir ruht sich auf seinen Wurzeln aus. Graf Klaus Casimir von Oranien-Nassau kann in seinem zarten Alter von 19 Jahren bereits auf eine beachtliche Karriere zurückblicken. Der Enkel von Prinzessin Beatrix, 85, hat bereits einige Unternehmen gegründet. Im Januar 2023 kam ein weiteres dazu, die Firma iCourses, wir bringen Ihnen bei, wie Sie KI für Ihre täglichen Arbeitsaufgaben einsetzen können. Bei uns dreht sich alles um den Aufbau von Fachleuten in der KI-Branche, heißt es auf der Website des Unternehmens. Weiter wird ergänzt, iCourses.com ist eine Plattform, die Fachleuten in verschiedenen Bereichen KI-Kurse anbietet, darunter ChatGPT Essentials, KI-Driven Marketing und Professionally Develop All Essential KI Skills. Anführungszeichen. Auf LinkedIn beschreibt sich der Sohn von Prinz Konstantin der Niederlande, 53, und seiner Ehefrau Prinzessin Laurentien, 56, übrigens wie folgt: Mit 15 gründete ich Greilsplug, ein B2C-Unternehmen, das Turnschuhe in limitierter Auflage verkauft. Als das Geschäft wuchs, wechselte ich zu einem B2B-Modell und schloss Großhandelsgeschäfte mit größeren Unternehmen ab. Dieses Geschäft hat meine Leidenschaft für das Unternehmertum geweckt und es hat mir gezeigt, dass ich das in Zukunft machen möchte. Anführungszeichen. König Philipp, 63, soll sich während seines Osterurlaubs mit der Familie beim Kitesurfen verletzt und sich dabei drei Rippen gebrochen haben, wie die belgische Zeitung Zuid-Info berichtet. Doch lange ausruhen konnte sich der Monarch nicht. Mit seinem Sohn Prinz Gabriel, 19, ging es am 11. April für einen offiziellen Besuch nach Französisch-Guayana, um sich unter anderem den ESA-Standort in Kourou anzuschauen. Eine Reise, die mit Schmerzen verbunden war, schreibt Zuid-Info, als Philipp in einen Helikopter kletterte, soll ihm ein gequältes Autsch herausgerutscht sein. Seine Termine nahm er trotzdem weiter stoisch wahr. Erfolgreicher Start seines ersten offiziellen Instagram-Accounts und Aufnahme bei der renommierten Pariser Modelagentur Elite, eigentlich hatte das Jahr, abgesehen vom Titeldrama, so gut für Graf Nikolai, 23, begonnen. Nun ein schmerzlicher Rückschlag. Denn der Enkelsohn von Königin Margrethe von Dänemark, 83, macht beim Verkauf seiner Kopenhagener Wohnung kein Profit wie erhofft. Seit September 2021, zum Start seines Pariser Auslandssemesters, versuchte Graf Nikolai die Immobilie, die er im November 2019 für 4,1 Millionen dänische Kronen, umgerechnet ca. 550.000 Euro, erwarb, zu verkaufen, lange erfolglos. Wuchervorwürfe wurden laut. Prinz Joachims, 53, Sohn und dessen Makler verlangten laut Seeokhör anfänglich schlappe 5,5 Millionen Kronen, umgerechnet ca. 740.000 Euro, für die 70 Quadratmeter große Wohnung, die im attraktiven Innenstadtviertel nahe der Kopenhagener Seen liegt. Danach sei der Preis mehrfach gesenkt worden. Jetzt ist die Immobilie für 4,1 Millionen DKK, umgerechnet ca. 550.000 Euro, verkauft worden. Das geht aus der kürzlich registrierten Urkunde hervor, die Seeokhör einsehen konnte. Im Januar musste Infantin Christina, 57, schmerzlich feststellen, dass sich ihr Ehemann Inaki Udangarin, 55, in seine Arbeitskollegin Einhoa Armentia verliebt hat. Nachdem die beiden zusammen gesichtet wurden und der Aufschrei in Spanien groß war, ist es um das frisch verliebte Paar mittlerweile jedoch ruhiger geworden. Inaki und Einhoa genießen ihr Glück im Stillen. Und Christina? Die soll mittlerweile die Scheidung eingereicht und sich ebenfalls neu verliebt haben. Sie haben sich dort, in Barcelona, AMM der Red, kennengelernt und ihre Beziehung wird von Tag zu Tag stärker. Sie scheint glücklich und zufrieden zu sein. Sie gehen mit einer Gruppe von Freunden aus, weil man sie gebeten hat,
sie nicht zusammen sehen zu lassen, weil es ihr Image verändern würde. Jetzt, wo sie das Scheidungsverfahren durchläuft. Ich kann sagen, dass es sich um eine mehrwöchige Beziehung handelt. Verrät der Journalist Juan Luis Galeacho im TV-Programm Fiesta. Eine Mitarbeiterin des TV-Programms Y Ahora Son Soles, Alejandra Brat, ergänzt zudem, dass der Mann aus Cristinas engstem Umfeld stamme. Er sei Unternehmer in den höchsten Kreisen Barcelonas und habe sogar einen illustren Nachnamen. Brat glaubt allerdings, dass es nicht leicht sein wird, erste Bilder des Paares zu bekommen, sie ist von ihrer Entourage und ihren Freunden in Barcelona umgeben, die seit Jahren dieselben sind, schon bevor sie geheiratet hat. Anführungszeichen. Als König Harald, 86, am Freitag, 31. März, am Bahnhof der norwegischen Stadt Vinstra in den Zug stieg, um mit Königin Sonja, 85, Prinzessin Märtha Luise, 51, und ihren Töchtern Maud Angelika, 19, und Emma Dalula Behn, 14, für das Osterfest auf die Berghütte Prinsehütta in Sekelsdalen zu fahren, konnte man ein Pflaster auf seiner rechten Wange sehen. Dort befand sich ein Muttermal, das mit den Jahren etwas größer wurde. Schnell kam in den norwegischen Medien die Frage auf, ob der Monarch den Leberfleck hat entfernen lassen. Jetzt hat sich der Hof zu Wort gemeldet und die Gerüchte bestätigt. Seine Majestät der König hat ein Muttermal auf der rechten Wange entfernen lassen, erklärt Guri Warpe, Kommunikationschefin des Hofes, gegenüber der Seeokür. Die genaue Indikation, also aus welchem Grund das Muttermal entfernt wurde, lässt der Hof offen. Die schönen Zeiten sind vorbei, jetzt geht es ans Büffeln. Prinzessin Leonor, 17, ist nach den 10-tägigen Osterferien an das UWC Atlantic College in Wales zurückgekehrt. Nach umsorgten Wochen im Kreise der Familie stehen der spanischen Thronfolgerin nun arbeitsintensive Wochen bevor. Die Tochter von König Felipe, 55, und Königin Letizia, 51, wird ihre Sekundarstufe abschließen. Nach ihrem internationalen Baccalaureate wird sich die Teenagerin am 20. Mai 2023 von dem britischen Internat verabschieden müssen, wo sie seit August 2021 lebte und studierte. Die bevorstehende große Prüfung erklärt auch, warum Leonor entgegen der Erwartungen verschiedener Medien nicht bei offiziellen Auftritten gesichtet wurde. Die Royal wird den Heimaturlaub nicht nur bei gemütlichen Pläuschen mit den Liebsten und Osterreiersuchen verbracht, sondern auch ordentlich gepaukt haben, wie das Newsportal Vanitatis vermutet. Die Abschlussprüfungen an ihrem College sollen kein Zuckerschlecken sein. 3 Wochen wird die 17-Jährige unter Hochspannung stehen. In diesem Zeitraum wird sie von den Dozenten auf Herz und Nieren geprüft. Mitte Mai erhält sie ihre Abschlussnoten. Nach einer Abschlussfeier ist die Schulzeit dann endgültig vorbei und Leonor wird wieder nach Spanien zurückkehren. Im August beginnt sie ihre 3-jährige Militärausbildung. König Willem Alexander, 55, und Königin Maxima, 51, haben Ende 2020 inmitten der Corona-Pandemie den Zorn ihres Volkes auf sich gezogen. Die niederländischen Royals erlaubten sich mehrere Fehltritte, darunter einen Griechenland-Urlaub trotz allgemeiner Reiseeinschränkungen, wie eine neue Umfrage des TV-Programms Een Vandaag nun widerspiegelt. Haben die Bürger innen weiterhin wenig Vertrauen in ihren König? Demnach habe sich mit 54% von 792 Befragten nur eine knappe Mehrheit für die Monarchie ausgesprochen. 55% der NiederländerInnen haben zudem aktuell Vertrauen in den König als Staatsoberhaupt. Damit hat sich Willem Alexander immerhin mit 1% zum Vorjahr verbessert. Doch vor der Pandemie konnte sich der Royal über 74% freuen, solche Werte scheinen in weite Ferne gerückt zu sein. Weiterhin beliebter ist seine Frau, Maxima, Vertrauen 61% der Befragten.
Am 21. Oktober 2022 hat Viktoria Romanovna Betterini, 40, ihren ersten Sohn zur Welt gebracht. Seitdem schwelgen sie und Ehemann Großfürst Georgi Romanow, 42, im absoluten Babyglück. Immer wieder entzückt die 40-Jährige ihre Instagram-Follower, innen mit niedlichen Schnappschüssen des Kleinen, so auch jetzt. Ein Baby Alexander hat sein erstes Osterfest gefeiert, welches in der russisch-orthodoxen Kirche am 16. April zelebriert wurde. Eine wortwörtlich zuckersüße Aufnahme hält diesen besonderen Moment fest, Alexander schaut äußerst interessiert zu einer Torte, während er an seinen Finger nuckelt. Dabei fällt auf, dass der Mini-Royal schon deutlich gewachsen ist. Er kann alleine sitzen. Viktorias Fans zeigen sich begeistert von dem süßen Einblick in das Romanowsche Osterfest. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quelle, seok.dk, Instagram.com, Dana Press, El Confidencial. Sud Infobe, LinkedIn.com, iCursus.com.